Hey guys, euer Endsmash wieder hier am Drücker mit einem neuen Part von Pokémon Schwert und Schild Online Kämpfe. Ich habe mir gedacht, dieses Mal, ja, machen wir mal einen Doppelkampf. Aber dazu muss ich mein Team ein bisschen umstellen. Erstmal verbinden wir uns hier mit der weiten Welt. Mit dem Neuland, ja, wie man ja so gerne sagt. Warum gehe ich ins Pokémon Center? Ich brauche doch gar nicht mehr ins Pokémon Center zu gehen, wenn ich mein Team umstellen möchte. Schwert und Schild ist ja da diesbezüglich viel praktischer und flexibler geworden. So. Okay. Gut, aber welche Pokémon soll ich da rausnehmen? Nehme mal Kubuin raus und irgendeins muss ich noch rausnehmen. Ja, nehmen wir mal noch Galoppa raus und nehmen Silembrim mit rein. Und Duraludon. So, okay, ihr zwei habt eure Items. Gut. Das sollte passen. Gut. Linkkampf. Doppelkampf. So. Ich bin übrigens gespannt, wie das Ganze dann laufen wird. Ein Gegner wurde gefunden. Edyma oder Edyma oder ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Oh nein, er legt die Regel fest. Ja. 2 bis 6, aber 5. Ja, das sind wieder perfekte Regeln. Und das Theme von Session und Summer Center. Das ist eigentlich auch ein ganz cooles Theme. So, Kollege, was hast du jetzt für ein Team? Das sieht schon so böse aus. Das sieht schon so böse aus. Vor allem, wenn ich so Pokémon wie Austoss und Pelipper und Kapaloris schon wieder sehe, dann könnte ich schon wieder das große Kotzen kriegen. Aber mal abwarten, wie der Kampf wird. Das ist bestimmt wieder so ein Team, was auf Regentanz basiert und mich dann im Regen einfach ausspeeden möchte. Vor allem in Kombination dann noch mit Gyarados. Mit gegen Pestkragon, ich glaube so heißt dieses fossile Pokémon. Gegen so eins bin ich noch nicht angetreten im Online-Modus. Keine Ahnung, was mich da erwarten wird. Alter, das Bild von dem Typ sieht immer creepy aus. Wir kämpfen in der Drachenarena. Shiny. So ein Shiny-Fossil zu kriegen, das ist ja eines der ekelhaftesten. Also, das zu bekommen.
die Chance da wesentlich niedriger ist als bei anderen Zucht- und ja, Shiny-Erhaltungsmöglichkeiten. Also bei dem Kampf habe ich jetzt echt so ein bisschen das Gefühl, dass ich verlieren könnte, aber ich werde natürlich mein Bestes geben. Weil gegen Regentanz-Teams, da habe ich schon so oft meine schlechten Erfahrungen gemacht. Geht schon los. Es geht schon los. Es kotzt mich schon wieder so an. Ich weiß schon, warum ich Regentanz-Teams nicht ausstehen kann. Ich muss gucken, dass ich den Regen wegkriege. Also das Vieh ist so stark! Du scheiß Pilieber, verpiss dich! Jetzt ist wenigstens der scheiß Regen weg. Aggron Regen ist immer übelst asozierer. Es ist schwierig, was soll ich machen? Komm, ich hau das Pescaron weg. Kapalos ist auch so ein Pokémon, was ich einfach nur hasse. Bestimmt auswechseln, der braucht so lange.
Na, was überlegst du so lange? Vor allem der Knilch hat ja noch die Möglichkeit zu Dynamaxen und das bereitet mir auch noch Bauchschmerzen. Irgendwie klar, dass jetzt ein Wechsel kommt. Raining Blood. Ist ja mal ein stylischer Name. Jawohl, jetzt sinkt ja noch mein Angriff. Ach Gott. Sofort Wasserattacke und den Regen wieder zurückholen. Eisattacke? Okay. Ich hätte jetzt eher mit einer Wasserattacke gerechnet. Damit er den Regen wieder hat. Irgendwie gucken, dass ich das ein bisschen ausdaule, bis seine Dynamax-Wirkung aufhört zu wirken. Gucken, dass ich das Garados loswerde. Das zerpflückt mich sonst. Das müsste auch jetzt, glaube ich, die letzte Runde sein für seinen Dynamax. Stopp, 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 stopp! Ja, die wollten jetzt meinen Gorgason loswerden. Oh, das hat gereicht. Puh. Scheiß Vieh schon wieder, ey.
weiß es auch gerade nicht. Hat Pestragon die Fähigkeit Wassertempo? Ich würde mich ehrlich gesagt nicht wundern. Müsste ich mal nachschlagen. Jeez. Komm, hau es weg. Hau es einfach weg. Wow. Alter, was ein Kampf, ey. Ja, Doppelkämpfe können schon sehr anspruchsvoll sein. Noch anspruchsvoller als Einzelkämpfe. Ich weiß nicht, ich will Katapultra ehrlich gesagt nicht verlieren. Ich habe gerade keine andere Möglichkeit. Aber Duraludo muss ich auswechseln. Weil sein Spezialangriff, der ist so im Keller. Sehr schön. Fetzt deinen eigenen Teamkameraden weg. Oder scheiß Regen könnte mal aufhören. Gott, ey. Das ist noch ein Austausch. Hier von uns haben wir noch zwei Pokémon. Ey, das ist spannend. Holy shit. Also mit seinem Reflex könnte er meinem Duraludon eigentlich jetzt nicht so viel anhaben. Elektroattacken sind nicht sehr effektiv und mit Giftattacken kann er sowieso nichts anhaben, weil Stahltyp. Das ist weg. Musst du ausgerechnet jetzt anfangen zu trinken? Goddammit. Einen Moment, Leute. Nur für die Aufnahme muss ich die Flaschen abnehmen. Das stört sonst ein bisschen in der Aufnahme. Du kriegst gleich deine Flasche wieder. So. Schallknall will ich jetzt nicht einsetzen, weil sonst... sonst schade ich meinem Duraludon.
wie der mich jetzt hier mit Standpauke weghauen will. Boah, hoffentlich reicht das, ey. Boah, was ein Kampf, ey. Was ein Krampf. Ich habe ein Regentanzteam besiegt, holy shit, und ich hasse die Teams so sehr. Und dieser Kampf hat mir auch wieder gezeigt, warum ich die so hasse. Boah, ey. Ja, ich will den Kampf verlassen. Alter Schwede. Ich wollte ja ursprünglich eine andere Strategie machen, aber die wurde ja gleich in der ersten Runde von meinem Gegner zerstört. Noch bevor ich sie überhaupt ausführen konnte. Aber gut, Leute, wir haben es doch noch irgendwie geschafft, das Ruder rumzureißen. Und ich hoffe, dieser spannende Kampf hat euch gefallen. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Und denkt daran, immer schön zocken. Ciao.